Restaurant von der Prominenz einmal mehr ein Wehneli auf den Zahn fielt und das persönliche Firre kitzelt. Ihre Gastgeber, der Dani von Wattenwil. Herzlich willkommen, das letzte Mal vor der Sommerpause. Wir haben sie gerade gesehen und wir können es mal so bezeichnen. Was der Polo Hofer von der männlichen Seite für die Schweiz bedeutet, ist sie von der weiblichen Seite her. Herzlich willkommen, Natascha, heute im Pool. Hi. Wie geht's dir, Natascha? Du bist frisch erholt. Du siehst aus, als wärst du aus der Ferien gekommen. Ja, ich bin jetzt von New York zurückgekommen. Erzähl, was ist alles passiert, was hast du alles gemacht? Ganz viel, wir haben ganz viel gesehen, ich habe viele Leute getroffen. Mhm. Und es war wunderschönes Wetter. Ja. Und ich habe es genossen wie verrückt. Also du hast etwas gemacht, wo viele Musiker träumen. Wenn wir mal bei diesem Thema New York bleiben. Mhm. Du hast in einem von diesen berühmt-berüchtigten Keller dürfen können und sollen spielen. Genau. Und erzähl mal von diesem Erlebnis, wie war das für dich? Weil du bist dir eigentlich gewöhnt, wenn Natascha ladet zu einem Konzert, dann kommt die ganze Schweiz, dann hast du gefühlt die Halle, dort geht alles ein bisschen intimer zu und her. Also auf das habe ich mich sehr gefreut. Und ich war schon ein bisschen aufgeregt. Und ich habe natürlich Berndeutsch gesungen. Und in New York ist es eben so, dass man nicht darauf wartet, natürlich, dass jemand Mundart singt. Aber sie haben es echt genossen und Freude gehabt. Mhm. Ob man jetzt Schwedisch oder Finnisch oder so. Hast du gewisse Tatsch, so blond-blaue Augen, genau, ist nicht typisch schweizerisch. Aber es ist ja fast am gleichen Ort. Vom Berndeutsch her und eben von der Art, wie du singst, typisch schweizerisch. Eben eines von den Symbolen in der Schweizer Popszene. Du hast natürlich, weil eine hervorragende Stimme ist die Voraussetzung, die muss man haben, damit man überhaupt Erfolg hat. Hättest du dich auch entscheiden können, Englisch zu singen? Geht dir das ab und zu durch den Kopf? Was wäre gewesen, wenn ich Englisch würde singen und wenn ich mich dazu entschieden hätte, nicht Berndeutsch zu rocken? Ob dann vielleicht sogar international ganz grosser Erfolg gewesen wäre? Ja, weiss, also was nicht ist, kann ja in dem Sinne auch werden. Ist noch lustig, wir haben heute über das geredet. Also ich habe mal schon Englisch gesungen. Mein erster Fernsehauftritt hatte ich mit einem englischen Song. Was war es für ein Song? Irgendeine Coverversion? Für Almas natürlich. Genau, für Randy Crawford war es so eine Coverversion. Nachher habe ich ein Telefon bekommen, das vergesse ich nie mehr. Und dann mit dem Pepe Lienhardt, mit der Big Band, live gesungen. Und dann habe ich ein Telefon bekommen von einer Plattenfirma. Und dann habe ich mir das ein Kollege, der ein Gespässli macht. Ja. Das ist so der Musiker, so der Joke, dass dann jemand von der Firma anruft und sagt, hey, hat er einen Plattenvertrag? Aber ich hatte immer so das Gefühl gehabt, dass mir eben die Mundart eben schon gefällt. Mhm. Und bis dann hatte ich noch nie immer amtlichen Mundartrock gemacht. Das war vor 1000 Jahren. Das ist 1992 war das. Dodo Hug hat es natürlich schon gegeben. Und Vera K., ich weiß nicht, aber die Mundart hat sie dann noch nicht gesungen. Und es hat natürlich schon andere Frauen gegeben, die auch erfolgreich waren. Aber in dem Sinne, ich wirklich so ein richtiges amtliches Mundart-Lied hat es schon noch nicht gegeben. Und ja, ich hatte wahnsinnig Freude. Ich habe nachher, nach dem Auftritt, wo die das Gefühl hatten, ich wäre jetzt die Richtige für Englisch zu singen, hat mich das so, wenn die das Gefühl haben, ich sei die Richtige, dann bin ich sicher auch die Richtige für Mundart zu singen. Also ist die eigene Entscheidung? Genau, ja. Und nachher sehen wir dann, dann vergiss ich auch nie mehr noch so Bilder gezeigt von Lisa Stansfield. Die ist dann gerade so richtig aufgekommen. Ich habe gesagt, die hat eben zu lange Haare, die noch schon lange Haare. Und so, man sollte mich noch ein bisschen umstylen, für den, wenn ich Englisch würde singen. Und ich weiss noch, ich bin dann aus dieser Plattenfirma heraus gedacht. No way. Ja, vielleicht nicht, einfach nicht gerade so. Ja. Und dann habe ich ein Vierspurgerät gekauft und habe meine ersten vier berndeutschen Songs aufgenommen. Also muss ich dazu sagen, Vierspurgerät, das ist für solche nicht Insider, ein Kassettenrekorder für Profimusiker sozusagen. Ja, genau. Ja, genau. Also Profi, gell, das ist also eine ganz einfache Sache. Aber es war für mich schon super gewesen, vier Wochen später die ersten Verträge an ich können schauen. Traumhaft. Und seither bin ich sehr happy. Ich bin froh, dass ich das dann so gemacht habe. Traumhaft eigentlich, so wie du Karriere angefangen hast. Und dann ist es auch in eine ganz eigene Richtung gegangen, weil du dann eben gerade von Anfang an gesagt hast, ich bleibe beim Berndeutsch, ich beliefere die Schweiz mit dem. Ja. Und was mir immer wieder auffällt, die Nachfrage ist ja wahnsinnig groß. Mal ganz im Allgemeinen nach berndeutschen Titeln. Mhm. Walliser Ditsch ist auch sehr bekannt und beliebt in der Schweiz. Aber, Berndeutsch ist doch etwas, wenn man auf Berndeutsch singt, dann möchte man es hören. Man hört es auch bei der Radiostation, es wird immer wieder gewünscht. An was liegt das? Also, das habe ich mir natürlich auch schon manchmal überlegt. Und das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und ich denke schon, dass das wahrscheinlich eine Sache von den Vokalen ist. Und man ist sich auch gewöhnt. Oder Mani Matter ist ja so der, der vor dem Polo Hofer natürlich die Ohren vorbereitet hat von den Menschen. Mir gefällt fast jeder Dialekt. Ja. Aber ich glaube, unser A und O, es ist schon sehr eng, nach dem Englisch. Mhm. Und es sind Töne, die man gut singen kann.
Ja. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade im Zürich-Dialekt, die Musiker, von ich habe, auch von Zürich, die in der so rollen, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger vom Umsetzen, vom Ton. Ja. Es ist halt ihre Mundart, glaube ich, ein bisschen gäbig, die Töne so auszufärben. Es tönt auch so gäbig aus. Also ja, genau, mit so Platz, weißt du, wie doch da hat man so Platz für den Ton und das macht sehr viel aus. Aha. Also das ist meine Erklärung. Warum eigentlich genau das Zweite, was ich echt auch noch das Gefühl habe, ist sicher das, dass alle, die ich treffe in der ganzen Schweiz, oder sogar wenn ich noch aus der Grenze rausgehe, wenn ich Schweizer treffe, haben immer das Gefühl, sie hätten Verwandte oder Grossvater oder Großmutter war Berner. Aha. Und alle haben zum Bern so eine liebe Beziehung. Also sagen, oh, weh, ist aber noch beim Grossi oder so. Mhm. Es ist Mundart, die Sprache, oder empfinden das so, tut bei den Leuten keine Aggression herausrufen. Es ist irgendwie so, man sagt, oh, man sagt immer so, oh, ja. Ist das schön. Ja, ausser wenn die Autobahn vor einem fahren, mit 90 in einer 120-Zone, genau. Wenn man das von da kommt mir gerade etwas in Sinn. Da kommt mir gerade etwas in Sinn. Im Fall. Dass jemandem eine Birne auf die Schutzscheibe zu Basel vor 14 Tagen geht. Ich habe es also nicht extra. Ich schiesse nie etwas zu meinem Auto aus. Ja. Aber dann, ich war im Studio, wir arbeiten ja für mein neues Album hier. Ah, ja. Mit Basler. Ach, sehr und gut. Mit Irländer. Das kann auch gut kommen. Genau. Die ideale Konstellation. Genau. Und dann habe ich eine Birne gegessen, als ich rausgekommen bin. Ich esse immer eine Frucht so nach dem Studio. Und dann sehe ich bloß, dass die Birne etwas braun ist. Und dann tue ich, weißt du, so etwas im Auto gefahren, gell? Und du schiesse nie etwas zum Fenster raus. Aber wenn ich ganz spontan die Scheibe runtergelassen, einfach, weißt du, ganz ohne zu überlegen, und schiesse die Birne raus. Und ich sehe nicht, dass nebenan, dass ich in der Mitte der Autobahn bin. Und dann ist das einem Basler gegen die Frontschutzscheibe. Und dann ist er geklüpft. Und dann hat er mich. Sehr. Ich könnte fluchen. Dann ist so ein Arm rausgekommen, weißt du, oben beim Schiebedach. Und er so muskulös. Aha. Hat nicht so ein schönes Zeichen gemacht. Gut, okay, kann man sich vorstellen, was er da... Ja, genau, nein, es ist schon blöd, oder? Also, aber ich denke, das war sehr... Es war ein Basler, es war also sehr geklüpft, aber es echt extra gemacht. Gut, damit wäre die Entschuldigung ja da gewesen. Irgendwann ist das alles rechnen und sie hat sich jetzt entschuldigt. Genau, für genau. Für den, der das war. Genau. Natascha, immerhin eine prominente Birne an der Scheibe. Genau. Das ist schon mal ein Vorteil. Jetzt, wenn man so mit dir diskutiert, dann habe ich das Gefühl, das ist eine Frau, die hat unheimlich tough, die steht mit beiden Beinen im Leben und ist nicht so schnell zur Ruhe zu bringen. Unter anderem auch wegen dem Dialekt, den du hast. Aber wenn man so auf der Bühne dich ein bisschen beobachtet, dann ist genau das Gegenteil. Was ist Show, was ist echt? Ich glaube, es ist beides mehr. Also ich denke, Musik motiviert natürlich, eine gute Band motiviert. Jedes wirst du auch sein. Jeder Mensch dreht beides in sich aus. Diese Sache hat man vielleicht mehr am Zügel. Ja. Aber ich schaue mich schon noch so an, als relativ normal. Mhm. Mit beiden Beinen auf den Füßen, wie du siehst, habe ich schon das Gefühl, ich habe einen guten Boden. Aber ich kann mich auch so fliegen, wenn ich will. Nächsten Sonntag hast du die Möglichkeit, wieder zu fliegen? Ja, also ich schon morgen. Und am Samstag, wir spielen jetzt gerade, ja, von morgen, glaube ich, jeden Abend. Und Sonntag, ja genau, ist ganz etwas Schönes zu Bern. Es gibt ein Walk of Fame, habe ich gerade heute erfahren auf der Natascha und sie ist mit dabei. Wie genau tut jetzt das die Schweiz genau kopieren, in Anführungszeichen? Ja, es ist natürlich bernerisch umgesetzt, gell? Ich weiß nicht, ob die Basler wissen, was ein Pflasterstein ist. Pflasterstein, da können wir uns etwas vorstellen, gell, das einfach das Münster, doch, genau. So in diesem Art genau, genau. Genau, und es waren so Diskussionen in Bern, ja, das Bundeshaus, und da ist ein so eine Geschichte, ist, dass die mit dem Rollbrett und so, das hat man die Alben nicht so gerne. Oh, da hat man ein bisschen Reisnägel gestreut und ein bisschen Zeug und so, und die Kiebe vorne da. Und so hat man gedacht, ja, mit euch doch dort Pflastersteine, da kann man nicht so gut drüber. Aha. Und jetzt hat man das ganz gescheit gemacht, jetzt hat man einfach Angst, dass man jetzt eben Zaun macht oder so. Ich habe mir jetzt Pflastersteine genommen und dass man dem Ganzen so einen amtlichen Touch geben kann. Alle Bundesräte und einfach alle Politiker und alle so zu Bern, so heissen die Pflastersteine und jetzt ist der Name eingraviert in den Pflastersteinen und die sind jetzt eben zu einem Weg verpflastert worden. Aha. Und aber es stimmt nicht, es war natürlich nicht nur, es war ein bisschen Spass gewesen, ja. Das stimmt natürlich, dass es gemacht ist, aber es ist nicht nur gegen. Aha. Border und nein, Guten kann ja das natürlich. Gerade Basel, wo das Mega ist von Border genau, und Inlineskater.